Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Essen Motor Show 2023. Es geht wieder los. Als allererstes muss ich mich einmal bei dem ganzen Team bedanken, weil wir haben das mal wieder in vollständiger Manpower selber aufgebaut. Und ja, in diesem Video wollte ich euch einfach mal ein bisschen was dazu erklären, ein bisschen was zeigen. Und natürlich, 1.12. war eigentlich gestern, Monatsupdate-Video. Was ist passiert, was steht bevor? Allerdings muss ich dazu sagen, dass jetzt ist der 2.12., aber ich wollte euch unbedingt gerne einmal unseren Stand zeigen. So, es ist wieder Essen Motor Show, wie jedes Jahr. Jetzt muss man bei Essen Motor Show dazu sagen, oder generell Messen, jeder weiß es von euch, Messen sind immer teuer. Also nicht ein bisschen teuer, sondern sehr teuer. Und deswegen haben wir uns dieses Jahr zum Beispiel auch entschieden, ich habe ein paar Baugerüste gekauft. Luke, Firma Styrowerk, wie immer, hat ein paar ultra geile Styroporschilder gemacht. Und wir haben die Chance genutzt und haben unsere Lampen in die Baugerüste gegangen, rundum. Und aus diesem Grund brauchten wir dieses Jahr nur zwei Abhängepunkte. So, normalerweise haben wir immer ein großes Rigaufgang, wo unsere ganzen Lampen und die Schilder drin hängen, aber es ist wirklich abnormal teuer. Weil, jetzt haltet euch fest, zwei Abhängepunkte auf der Essen Motor Show. Abhängepunkte heißt, also man muss trotzdem noch immer noch alles selber aufbauen. Es ist wirklich ein Mietpreis nur für die Abhängepunkte. 1.700 Euro. Ich glaube sogar netto für zwei Punkte. So, und normalerweise hätten wir einen Riesenrig, das wären dann halt dementsprechend sechs Punkte. Jetzt brauchten wir zum Glück nur zwei Punkte, weil wir halt die geilen Gestelle haben. So. Also, Gestelle gekauft von dem Geld lieber und ja, jetzt sieht das so aus. Wir waren uns beim Aufbau ehrlich gesagt nicht sicher, ob das am Ende cool wirkt, aber jetzt so am Ende, gerade mit diesen Neonfarben, die wirklich nichts zu bedeuten haben, ist das schon ganz geil. Also, warum Neonfarben? Relativ einfach. Natürlich hat man auch jedes Jahr zu der Essen Motor schon eine neue Klamottenkollektion. In diesem Fall ist es unsere Racing Club Kollektion und da haben wir halt hier und da ein bisschen was in Neon gemacht. Ne? So, kurz zur Kollektion. Brauche ich ehrlich gesagt nicht viel sagen. Jeder, der Bock hat, einfach in den Shop gucken. Wir haben verschiedene Prints, die sind teilweise auf dem Rücken, teilweise sind die Sachen ohne. Cappies, T-Shirt, Hoodies, volles Programm. Gehört einfach zur Essen Motor Show mittlerweile definitiv dazu. So, was ist passiert? Achso, ja, und Boden. Boden ist eigentlich unser Performance Floor aus Hannover. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich am Anfang nicht so ein Fan von. Also am Anfang, bevor ich selber keinen Boden hatte. Aber jetzt muss ich sagen, diese 300 Quadratmeter lassen sich innerhalb von gefühlt einer halben Stunde verlegen, weil wir haben immer 3x2 Fliesen auf eine Europalette geschmissen. Und wenn man halt 2x3 Fliesen später verlegt, ist das wirklich ein Witz. Das geht wirklich ratzfatz. Und in Summe muss ich wirklich sagen, ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ganz geil. Optisch. Dieses leichte Schachbrettmuster und ein Riesenvorteil von diesem Performance Floor ist halt einfach, dass man den Boden bemalen kann, wie ihr seht. Ne? Das heißt, wir haben so ein bisschen eine Autobahn gemacht, die durchgezogene Linie, Startboxen für die vier Autos und fertig. Ja, so, erstes Thema Limo. Wir hatten eigentlich vor, dass dieses Fahrzeug bis zur Essen Motor Show fährt. Das war keine Chance, haben wir nicht geschafft. War einfach zu viele Ausfälle in den letzten Wochen, beziehungsweise, nee, ist auch nicht ganz korrekt. Es war einfach nicht machbar. Also das Auto ist jetzt hardware-technisch definitiv fertig. So, das heißt, der Motor ist alles angeschlossen, es ist alles da, Sprit, Öl. Wir haben die Leitung fertig gebaut. Ich habe euch ja im letzten Video gezeigt, da hinten gehen wir mit dem Öltank in den Unterboden, vom Unterboden lang. Das ist alles ready, aber Elektrik keine Chance. Also wirklich, die Elektrik auch noch durchzuziehen, wäre nicht gegangen. So, dann 2x89, die Tüte, die übrigens auch extrem hoch hängt. Also wenn ich sehe, wie hoch die hängt, hätten wir glatt 2x100 bauen können. Muss man einfach mal so ehrlich sagen. Nee, da ist alles dran. So, aber ja, ich wäre gerne in die Halle reingefahren, wie versprochen. War allerdings keine Chance, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis wir, also wenn wir jetzt noch Elektrik gemacht hätten, ja, vorsichtig gesagt, Minimum eine Woche. Also wirklich Minimum eine Woche nochmal Elektrik. Und da muss ich dann irgendwo, man darf immer nicht vergessen, ich bin bis heute eine One-Man-Show. Also ich habe viele Freunde, Tom, Marius und so, die immer mithelfen, aber wir schrauben halt an diesen Fahrzeugen nur nach 18 bis 20 Uhr.
mit Frau und Kind und so weiter, gibt es dann halt auch hier und da einfach mal Grenzen. Und das war definitiv in dem Fall erreicht. Deswegen tut es mir leid, dass das Auto nicht in die Halle reingefahren ist. Aber es ist hardware-technisch einmal fertig mit Tank, mit Öl-Catch-Tank, einmal alles. Das passt soweit. Ja, so, hier haben wir dann dieses Mal das erste Mal mit am Start. So ein kleines Diskussionsthema hier, der Bremsschirm hinten dran. Tom Supra sehe ich ehrlich gesagt selber das allererste Mal live. Also live im Sinne von fertig zusammengebaut, weil es war jetzt dieses Mal wieder so knapp alles vor der Messe, dass das Auto auch vom Aufbereiter direkt herging. Aber wir haben uns dieses Jahr überlegt an einem Stand, wir wollen mal ein bisschen, also der Boden hier und der ganze Stand ist ja so ein bisschen mehr, ja, man hat viel auf der Essen Motor Show Hochglanz. Also Hochglanz heißt einfach hell, eine Decke drüber, Glas etc. Und wir wollten einfach ein bisschen mehr, ja, unser, also einfach das, was wir sind, ein bisschen verbreiten. Das heißt so dieses Industrial, Werkstatt, Schrauben, einfach so. Wir sind halt die bekloppten Jungs von nebenan, die halt einfach ihre Autos bauen. Und das wollten wir halt auch mit den Autos ein bisschen zeigen. So, und genau deswegen haben wir hier auch einen vergoldeten Turbolader in XXL. So wie sich das jeder wünscht. Muss er haben. Nein, Spaß. Also, ja. Ich denke, die Supra hier ist jetzt in Summe schon wirklich eins der leckersten Autos, muss man wirklich sagen. Weil jetzt über die Monate, Wochen, Tage ist es doch schon so, dass an diesem Auto auch, ja, alles traumhaft gebaut ist. So, also, auch hier ist es so, sieht halt aus wie Neuwagen, ne? Muss man so realistisch mal sagen. Jede Schraube hat Alex Chromfabrik wieder verzinkt. Es ist alles blitzblank sauber. Hier ist nirgendwo irgendwie, selbst der alte Kabelbaum ist zurecht gemacht. Das ist wirklich alles, das ist alles fresh. Und dann hängt da halt dieser fette Lader drin. Ne? Andere Seite. Lux Golf. War wieder so eine, ich weiß gar nicht, wann wir uns überlegt haben, so vor 2 Monaten ungefähr haben wir uns überlegt, komm mal her, wir machen den Stand so ein bisschen mit diesen grellen Neonfarben. Und Luke kam sofort auf die Idee, alles klar, wir können ja designmäßig auch ein bisschen was machen, nicht zu übertrieben, weil ihr sitzt ja in den Reifen, das ist von Luke halt ein reines Track-Tool. Dementsprechend hat er dann tatsächlich nochmal aufs Schwarz-Matt diese Formulierung aufgebracht. Mit dem Neon. Aber hat was. Also ich finde es mit der Folierung drauf auf jeden Fall 10-mal geiler als nur das Schwarzmatt. Sieht richtig gut aus, ne? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Hall of Fame, ne? Also fast schon traurig, dass der Helm in der Vitrine liegt. Aber der ist einfach so geil geworden, dass wir den beim Einladen nochmal mitgenommen haben und gezeigt haben. So, und hier tatsächlich endlich fertig. Gibt es nochmal ein extra Video zu, aber wir wollten die Tür auf jeden Fall fertig schon mal ausstellen. Abarth-Carbon-Türen von Baltic Carbon, von Artium, endlich in extra, extra stabil. Zieht euch alleine den Träger hier rein. Das ist halt der große Unterschied. Meine jetzige Türen haben gar keinen Träger drin. Und man merkt schon nur so, also ihr könnt auch gerne vorbeikommen, ihr könnt die Tür auch gerne anfassen, hochheben und so weiter. Also man merkt selbst so schon den Unterschied, wie stabil diese Tür ist. Also da hat Artium sich mal wieder selbst übertroffen. Weil diese ganzen Ecken und Kanten, die sehen einfach alle aus, wie als wenn sie original wären. So, und dann unser neuestes Projekt. Firma Carblast, Firma MX Motorsports, vielen, vielen Dank. BMW E36. Ich muss ganz ehrlich sagen, war ein spontanes Projekt, das wir jetzt angefangen haben, weil Max wieder Bock hatte. Der eine oder andere hat das Video schon gesehen. Falls er es nicht gesehen hat, gerne nochmal reinschalten. Das Auto haben wir eigentlich schon 1,5 Jahre. Haben halt immer gesagt, nee, wir fangen da nicht an, wir lassen es erstmal noch. Und jetzt war der Zeitpunkt gekommen, wo dieses Auto angefangen wird, E36 M3. Bei dem E46 war es ja so, den haben wir nicht entlackt, weil die Karosserie auch so gut war. Jetzt war es aber bei diesem Auto so, auch diese Karosserie aus Japan war wieder so gut. E36 wird nächstes Jahr 30 Jahre alt, Hakenzeichen. Aber trotzdem haben wir gesagt, komm, wir schmeißen das Ding mal ins Bad, weil, das vergisst man immer, ein gutes Auto macht umso mehr Spaß im Bad als ein schlechtes Auto, weil man halt wirklich diese geile Substanz kriegt. Alter, ihr müsst einfach hier vorbeikommen, müsst euch diese Karosse angucken. Sorry, ich habe sie gerade angefasst. Eigentlich soll man die natürlich nicht anfassen, weil die rostet jetzt relativ schnell, weil die ist halt blank. Aber das Ding hat keinen Rost. Also wirklich, jeder der E36-Fahrer hier. Erstens mal sind das die Original-Kotflügel von damals, ne? Das sind die Original-Kotflügel von damals, jetzt hier im Kaross. Und dann diese ganzen Bleche hier unten, gerade im Radhaus. Wie geil sieht das wieder aus? Also erstmal sieht man hier schön, wie offen so ein E36 eigentlich ist. Also wie großzügig diese ganzen Bleche aufeinander getackert sind.
Das ist halt alles zugespielt mit Dichtwasser normalerweise. Aber, ja, kann man auch nicht beschreiben. Ist so eine typische Sache, die müsst ihr einfach live vor Ort gesehen haben, weil, weiß nicht, sieht einfach nur krank aus. Vor allem auch, man darf immer nicht vergessen, das ist ein 30 Jahre altes Auto. Guckt euch mal bei einem 30 Jahre alten Auto den Radlauf an. Da ist wirklich gar nichts. Also diese Karosse könnte man wirklich in den Laden stellen, bei BMW ins Museum und würde sagen, ey, wir haben noch eine 30 Jahre alte E36 Corsa irgendwo aus dem Lager gezogen. Ne? Dabei ist diese Corsa aber eigentlich halt in Japan schon ein paar hunderttausend Kilometer gefahren. Also es ist wirklich krank. Hier sieht man schön, damals noch viele Stellen hart gelötet. Weil wir wollen natürlich das Schiebedach ausmachen und wir waren uns bei dem Auto nicht sicher, wie das Dach eingesetzt ist. Es gibt eine Blechdachhaut einzeln zu kaufen und wir wussten nicht, wo ist sie jetzt angesetzt. So, und jetzt entlackt sieht man halt richtig schön, dass die eigentliche Dachhaut wirklich von hier bis hier, wobei ist nicht korrekt, die Dachhaut wird die Kante sein. Also hier sitzt einfach nur eine Dachhaube drauf. Das heißt, wir werden auch hier das Dach rausnehmen, aber kein Carbon, sondern wie ein Blechdach einsetzen. Ne? Deswegen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen kaputt, weil wir haben wirklich wieder über Tage und Wochen das alles aufgebaut hier. Auf jeden Fall nochmal, ich kann so sagen, vielen, vielen Dank an mein Team, die das hier alles möglich machen und organisiert haben. Monatsupdate. Was ist passiert? Autos haben wir jetzt gezeigt. Erste Motorshow, klar, kommt liebend gerne vorbei. Der ganze Monat von uns war ehrlich gesagt auch in der Richtung ausgelegt. Das heißt, wir waren zweimal vorher schon zum Aufbauen hier. Wir waren einmal, haben wir eine große Tour gemacht, waren bei Audi Tradition. Da erwartet euch noch ein cooles Video. Dann waren wir bei der Firma Fox, wo wir für Limo den Titantopf abgeholt haben. Zieht es euch auf jeden Fall rein, live sehen, wirklich geil. Und wir waren bei Drexler und haben für den Barren einen Diff abgeholt. Viel mehr, ehrlich gesagt, haben wir auch wirklich nicht geschafft, weil der November war wirklich voll mit Schrauben. Es ist wirklich so, ich war gefühlt jeden Abend, haben wir von 18 bis 2 Uhr nachts geschraubt. Deswegen an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank an Tom, der wirklich wieder mit durchgezogen hat. Weil mal eben diesen Titan-Auspuff bauen war der Plan und hat wirklich wieder lange gedauert. Dezember gehen wir jetzt definitiv mal ruhig an. Das heißt, wir haben vor im Dezember erstmal jetzt 10 Tage Hessen Motorshow. Ich bin einfach froh, hier zu sein, dass alles zusammen ist, alles da ist. Und es ist krass, wie schnell das Jahr wieder rum ist. Weil wenn ich jetzt überlege, jetzt gerade haben wir den 1.12. Ratzfatz Hessen Motorshow rum 10.12. Plus eine Woche, 2 Wochen ist Weihnachten. Also da geht wirklich nicht mehr viel. Ich werde jetzt natürlich weiter mit Limo weitermachen. Achso, Arbeit steht übrigens bei der Firma Wichers. Halle 5, eine Halle weiter, da steht der Arbeit. Jeder von euch, der in Arbeit sehen will. Der ist ready, der fährt, der ist durch. Da brauche ich auch nichts machen. Deswegen, ja, als nächstes geht es weiter mit, kann ich auch nicht sagen. Ich denke mal, einfach mal ein bisschen entspannen, ein bisschen Zeit genießen, ein bisschen Urlaub machen, Skifahren auf jeden Fall mit Frau und Kind. Ja, Frau und Kind kommen am Sonntag. Dann wird zu viele Wörter heute Morgen. Dann flitzt der kleine Fritz ein bisschen über die Messe. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fische. Fischers Fritz. Ja, was unser Messercontainer hier mittlerweile mitgemacht hat, ist eigentlich eine LKW-Brücke. Viele fragen immer, wie kommt das Ding hier rein? Relativ easy. Einfach nur LKW fährt runter, stellt es auf die Füße hier, Gabelstapler kommt, setzt es auf den Boden. Und fertig. Ja, okay. Ich würde sagen, reicht für heute. Kurz und knapp, ihr dürft euch auf jede Menge Videos von der Hessen Motorshow freuen. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben, was euch hier bei uns auf dem Stand so erwartet. Kommt gerne vorbei. Ich bin am Wochenende auf jeden Fall Vollzeit hier, eigentlich unter der Woche auch hier. Ihr werdet mich hinterm Tresen finden. Tschüss, danke fürs Zuschauen und ja, viel Spaß auf der Hessen Motorshow.